Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel zur heutigen Folge von FB Trinkt. Ja, in der heutigen Folge werfen wir mal wieder einen Blick auf ein Goldbier. Wie gesagt, für all diejenigen, die es noch nicht wissen, Goldbiere sind jene Biere, die einen etwas milderen Hopfenanteil besitzen und deswegen vor allem bekömmlicher für diejenigen sind, die diesen Pilzgeschmack, diesen herben Pilzgeschmack noch nicht wirklich gewohnt sind und die sich noch ein bisschen reintasten möchten. Wie gesagt, wir machen es heute zum zweiten Mal ein Goldbier. Das haben wir schon einmal gemacht mit dem Beck's Gold, was meiner Meinung nach eine ziemlich gute Alternative zum originalen Beck's Bier ist. Ein bisschen bekömmlicher. 7 Punkte auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das Original Beck's war ja 7,5 Punkte. Mal gucken, ob das Bier, was wir heute testen werden, in diese Sphären kommen wird. Es handelt sich nämlich um das Grafenwalderold. Ja, die meisten Leute oder auch nicht werden wissen, ich habe bereits das Grafenwalder Pilz getestet, was damals mit 6,5 Punkten für ein Billigbier ziemlich hoch daherkam. Und natürlich das Beck's Gold. Eine Mischung aus beiden. Aus beiden Welten. Wir wollen mal gucken, ob das Bier seinen Gerüchten entsprechend daherkommt, ob man die Erwartungen erfüllen kann, die Lidl hier hat. Das Grafenwalder Gold von Lidl, gesagt eine Lidl-Hausmarke. Ich lese mal eben den Text vor. Ein frisch spritziges Bier mit einer harmonischen Hopfennote und angenehmer Vollmundigkeit. 4,9% hat 0,3 Prozentpunkte weniger als das originale Grafenwalder, aber genauso viel Alkohol wie Beck's und Beck's Gold. 4,9%. Wir schenken es ein. Es hat schon von der PT-Flasche ein ziemlich unschönes Aussehen. Also das sieht wirklich sehr stark nach Urin aus. Schal. Sehr, sehr schade zum Beispiel, also das sieht gar nicht schön aus. Wir schütten es erstmal ein. Guting will Weile haben und Wahnsinn. Sehr klar auf jeden Fall. Definitiv. Schal, sehr grobschaumig. Wahnsinn. Seht euch das mal an. Das ist wahnsinnig schal, also da kriegt ihr fast gar nichts. Leider. Ja, unterdurchschnittlich muss man sagen, also vom Aussehen her. Ich weiß nicht, ob das Grafenwalder Pilz damals ein besseres Aussehen machte, aber ein bisschen besser könnte man schon bezeichnen, als das hier, was mir gerade geboten wird. Also die Bläschen, die ihr seht, ja, ich sehe auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sehr schade. Das sieht nicht schön aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir werfen mal einen Blick auf eine Geruchsprobe. Für ein Goldbier riecht es immer noch ziemlich herb. Also das ist ein normaler Billigbiercharakter. Das habe ich damals auch beim Beck's Gold gesehen. Da schmeckt man darauf schon ein bisschen milder als das normale Beck's. Wenn man Beck's öffnet, dann merkt man sofort diese schöne herbe Note. Das Beck's ist ein klassisches Hopfenbier. Das ist ein richtiges Pilz, muss man ernsthaft sagen. Auch wenn es ziemlich massentauglich geworden ist, es schmeckt immer noch nach dem klassischen Bremer Hopfenpilz. Das merke ich hier. Naja, hier merke ich es normalerweise nicht. Ist ja, naja, Grafenwalder von Lidl. Aber ich will das nicht vom Geruch sagen, dass es ein Goldbier ist. Es ist ein ganz normales Billigbier, Pilz, Falkenfelser, Schloss, Grafensteiner. Ja, so in die Richtung kommt das wahrscheinlich auch, wie die ganzen Billigbiere. Ganz normaler Standardkram. Ja, Schaumkrone ist mal wieder weg. Wie man sehen kann und kondensiert ein bisschen, aber ja, das ist jetzt nicht wirklich was man toll nennen könnte. Ne? Egal. Wir schmecken mal ein bisschen das Bier. Aromaprobe. Prost. In gar keinem Fall weniger herb als das normale Grafenwalder, tut mir leid. Wie kann man dieses Bier bitte Grafenwalder Gold nennen? Weil wirklich Gold ist daran nichts. Nicht alles Gold glänzt. Ne? Nicht alles, was Gold ist, glänzt. Aber milder Genuss, Premium-Bier. Also das Premium-Bier kann man an sich schon streichen. Das ist natürlich Billig-Bier, klar. Aber milder Genuss, es ist in keinem Fall milder als das normale Grafenwalder. Im Gegenteil, es ist sogar weniger bekömmlich. Also, es riecht wie vergorenes Spülwasser, aber schmecken tut es wirklich durchschnittlich, muss man sagen. Also in der Hinsicht habe ich schon Besseres geschmeckt und getestet. Gold ist daran fast gar nichts. Also die Etikette verspricht etwas, was es in keinem Fall halten kann. Das Bier, kann man sagen, dass ich enttäuscht bin? Ich meine, ich habe ja allgemein nicht so viel mehr erwarten können. Viel erwartet habe ich mir wahrscheinlich nicht. Und ich habe auch nicht mit viel gerechnet. Trotzdem, ich hätte gerechnet, dass die einfach ein bisschen weniger Hopfen reingetan hätten und dass es ja einfach ein bisschen malziger, ein bisschen weniger nach Bier, ein bisschen wässriger. Aber nee, er schmeckt. Man merkt diesen starken Hopfen, der jetzt wirklich nicht so toll ist. Man schmeckt den wirklich. Und das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Sehr bitter. Nicht bekömmlich. Nee, das schmeckt jetzt nicht wirklich nach etwas, was ich gerne den ganzen Abend trinken könnte. Grafenwalder Gold. Harmonische Kopfnote, nein, das stimmt nicht. Und angenehme Vollmundigkeit, eigentlich auch nicht. Ich meine, man schmeckt es im ganzen Mund, aber harmonisch, bekömmlich ist daran nicht viel. Jedenfalls nicht mehr oder genauso stark wie beim normalen Grafenwalder.
Wenn ich die Wahl zwischen dem normalen und dem Gold, würde ich allgemein schon aus Prinzip das Grafenwalder normale nehmen, weil ich brauche eigentlich kein Goldbier, das ist für mich jetzt nicht sowas. Für Leute, die einen etwas milderen Geschmack bevorzugen, für die ist es natürlich was. Aber für diejenigen, die das möchten, die sind beim Grafenwalder Gold auch schlecht beraten, weil es nicht ihrer Zielgruppe entspricht. Das ist kein mildes Bier, das ist ein ziemlich bitteres und wenig bekömmliches Bier, ehrlich gesagt. Und das stößt auch ein bisschen auf. Es riecht auch nicht toll, das muss man ernsthaft sagen. Nee. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum man sowas als Gold vermarktet. Es ist herber als das normale Grafenwalder, damit fängt schon mal an. Und dann ist der Hopfenanteil, dieser Hopfen, der schmeckt einfach nicht gut. Der schmeckt einfach nur bitter, vergoren. Er stößt ein bisschen auf. Der Nachgeschmack ist jetzt nicht so lange. Ziemlich kurz, okay. Das hält das Bier davon ab, noch tiefer zu geraten in der Skala. Aber, ja, es ist nicht toll. Es ist nicht scheiße, wie zum Beispiel Tipp oder Oettinger Pilz oder wie war das andere? Hansa, genau. Aber einen Schluck noch und dann komme ich zum unterdurchschnittlichen Fazit. Das muss man ernsthaft sagen, das hat mich jetzt nicht so begeistert, dieses Pilz. Schade, wirklich schade, weil ich habe vom normalen Grafenwalder bin ich ein ziemlich großer Fan von. Das ist auch eben das Bier, was ich am meisten trinke, relativ gesehen, weil es einfach sehr günstig ist und für das, was es macht, eigentlich eine gute Arbeit leistet. Prost. Ja, mein Fazit, im Gegensatz zur Etikette verspricht das Bier etwas, das nicht halten kann, nämlich Bekömmlichkeit, die ist hier wenig bis gar nicht gegeben. Es ist recht bitter, es stößt ein bisschen auf und es schmeckt auch einfach nicht gut. Deswegen bekommt das Bier von mir 4 von 10 Punkten. Hätte es noch bitterer geschmeckt und wäre der Abgang noch länger gewesen, dann hätte es wahrscheinlich noch weniger Punkte bekommen, aber 4 von 10 Punkten mehr kann ich diesem Goldbier nicht geben, was eigentlich kein Goldbier ist. Hier steht Goldbier, aber da ist kein Goldbier drin. Das ist einfach nur herber, weniger bekömmlich, bitterer. Es schmeckt mir nicht. Klärt mich auf, wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr meint, ich soll noch ein anderes Bier testen wie Grafenwalder Gold, wahrscheinlich noch das Grafenwalder Radler oder das Hefeweizen. In der oder der anderen Richtung werde ich wahrscheinlich noch etwas tun. Aber Grafenwalder Gold, ich bin kein großer Fan davon. 4 von 10 Punkten, mehr nicht. Also, es ist kein gutes Bier, leider nicht. Ja, das war das neue Video auf dem Future Perfect Channel. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bei der nächsten Folge FG Trink. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich hab dir immer vertraut.